Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Wildlife Park 1. Der erste Teil von drei Wildlife Park Spielen. Und ich dachte mir, man fängt immer so mit dem ersten Teil an, weil dann kann man danach die nächsten Teile spielen. Oder so. Und mal gucken, ob wir es machen werden. Das kommt jetzt ein bisschen auch darauf an, ob ihr sagt, ja, das gefällt mir. Wir werden auf jeden Fall alle Wildlife Park Teile mal antesten oder mal reinschauen. Ich kenne noch keins davon. Ich habe von dem her schon mal ein bisschen was aufgenommen, aber das hat nicht so funktioniert. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal die Kampagne und dann mal gucken, wie weit es geht, wie lange wir Lust haben, das zu spielen und natürlich, wie lange ihr auch Lust habt, euch das anzugucken. Und dann starten wir mal los mit der Einführung. Ein Tierpark. Die Stadt Moskau möchte im südlich gelegenen Stadtpark, das habe ich schon gelesen, genau, du hast die Aufgabe, die Königspinguine in eine angemessene und abwechslungsreiche Umgebung zu schaffen, in der sie alle ihre Bedürfnisse nach Lust und Laune ausleben können. Sind die Tiere unzufrieden, werden sie schnell apathisch und manchmal auch aggressiv. Eine unzureichende Tierhaltung spricht sich schnell herum und du musst darum aufpassen, dass radikale Tierschützer nicht gegen dich vorgehen. Okay, also ich habe schon derbst Angst vor radikalen Tierschützern. Deswegen sollten wir hier erstmal da reingucken. Da kann ich die Pinguine kaufen. Und zwar im Tierhaus. Männliche, weibliche Pinguine kann ich hier nicht. Ich muss erstmal im Tierhaus. Warte mal, geh mal weg hier. So, wo ist das Tierhaus? Da. Und da sind die Königspinguine. Nee, hä? Doch, Tierhaus bauen. Gut. Und dann hier ausgewählt. Da kann ich jetzt... Das war eben gerade hier dieser Tipp. Du kannst entscheiden, ob du männliche oder weibliche. Also hier haben wir die weiblichen, da haben wir die Boys. Und 5 von jedem. Ich glaube, ich habe 5 gekauft. Oder? Waren das 5? 1, 2, 3, 4. Wie viel sehe ich da? Ja. Sehr schön. Die neuen Tiere beginnen das Gehege zu erkunden und versuchen ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Tiere haben vielfältige Bedürfnisse in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Sozialleben. Du kannst beobachten, wie die Zufriedenheit des Tieres zunimmt, je mehr Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung du einbaust. Okay. Eine Umzäunung des Pinguingehegers ist bereits vorhanden. Die Tiere brauchen nicht unbedingt eine Umzäunung, aber sie schützt vor Ausbrüchen oder Bedrohungen von außen. Zäune stehen in unterschiedlichen stabiler und hoher Ausführung im Bereich Zäune zur Verfügung. Dort gibt es auch Gehegetore, die du unbedingt in die Gehegezäune einbauen solltest. Sie verschaffen den Parkangestellten Zugriff zum Gehege. Baue jetzt ein Gehege in den Glaszaun des Pinguin-Geheges. Okay, und dazu müssen wir unten da rein. Genau, setzen wir mal hier hin. Passt. In diesem Bereich befindest du Futtervorrichtungen für verschiedene Futterarten. Okay. Jeder Tierart stellt individuelle Ansprüche. Genau, also ich brauche verschiedene Futterarten. Trinken zwar gerne aus Gewässern, aber das kannst du durch Verkrankungen führen. Lecker. Daneben gibt es Futtereinrichtungen für Heu, Fleisch, Fisch, Blätter, Kornfutter und Früchte. Versuche mal die passende Futtervorrichtung. Okay, also wir haben mal eine Wassertränke. Kann auch die nehmen. Eine Wasserpumpe. Ah, warte mal. Dann brauchen wir hier noch eine Wasserpumpe, damit da Wasser drin ist. Dann können die auch daraus Wasser trinken, aber auch hier aus der Wassertränke. Und wir brauchen natürlich Fisch für Pinguine. Das ist dann das hier. Genau, so ein komischen Fischwasser. Richtig, Pinguine ernähren sich hauptsächlich von Fisch. Die Futtervorrichtung ist allerdings noch leer. Für das Auffüllen der Futtervorrichtung sind die Tierpfleger zuständig. Jetzt kannst du beobachten, wie der Tierpfleger das Futter bringt und die Futtervorrichtung damit auffüllt. Okay. Neben der Ernährung wollen sich die Tiere vielfältig bewegen, sonst werden sie apathisch und hängen nur gelangweilt herum. Pinguine lieben vor allem das Wasser, dort werden die Watschelgänger plötzlich zu eleganten Tauchern. Ah ja, die Wasserpumpe habe ich schon gebaut, genau. Gut so, damit hast du die wichtigsten Bedürfnisse der Pinguine befriedigt. Weiteres Detail über den Bedürfniszustand des Tieres erfährst du, wenn du das Tier anklickst. Also ich kann mich hier mal so einen Kameraden holen. Der grüne Balken dokumentiert die aktuelle Zufriedenheit des Pinguins. Rechts unten werden alle wichtigen Probleme und Mängel rund um das Tier aufgelistet. Ah ja, also der grüne Balken ist fast voll. Wenn du mit der Maus über den Text fährst, erhältst du zusätzliche und nützliche Tipps, was zu tun ist. Wenn alle Mängel behoben sind, ist das Tier zu 100% zufrieden.
Okay, und naja, da stehen hier, möchte springen, möchte gerne Artgenossen. Hast du doch. Und springen kannst du doch hier vom Beckenrand. Das verstehe ich jetzt nicht. Auf dem zweiten Register findest du weitere Informationen über den Gesundheitszustand des Tieres. Aha. Ja, sieht doch ganz gut aus. Findet das Tier kein Futter, sinkt das Körpergewicht gefährlich ab. Wenn du es nicht ausreichend Futter hereinstellst, wird das Tier verhungern. Außerdem kann die Gesundheit des Tieres durch Krankheiten und Verletzungen stark beeinträchtigt werden. Okay. Das in dem schlimmsten Fall kann es ebenfalls zum Tod führen. Bevor es soweit kommt, wirst du oben im Nachrichtenfenster rechtzeitig davor gewarnt. Im nächsten Tutorial erfährst du noch mehr über das Personal und Versorgung der Tiere. Okay, alles klar. Dann mal weiter. Also somit so viel zu unseren Königspinguin-Tieren. Jetzt geht's weiter. Deine bisherige Fähigkeit haben die Moskauer Behörden so überzeugt, dass sie dich beim Aufbau einer Infrastruktur nach dem Vorbild eines modernen Tierparks um weitere Unterstützung bitten. Ein geregelter Parkbetrieb erfordert spezialisiertes Personal. Schon in einem kleinen Tierpark gibt es vielfältige Arbeitsbereiche, die professionell abgedeckt werden müssen. Aha. Der Tierpfleger, den hast du bereits kennengelernt. Er füllt nicht nur die Futtervorrichtung auf, sondern ist auch zuständig für die Reinhaltung des Gehegebodens. Tiere verschmutzen das Gehege ständig mit Kot. Das ist ganz schön eine Scheißarbeit. Sehen wir uns mal die Fähigkeit der anderen Angestellten an. Wechsel dazu in den Bereich Personal. Gut, wenn dann nicht jeder von denen Kot aufheben muss, ist es, glaube ich, auch ganz angenehm für die Mitarbeiter mal da zu wechseln. Der Handwerker ist zuständig für die Reparatur der Zäune. Je instabiler ein Zaun, desto schneller bricht er zusammen. Vor allem Lattenzäune sind sehr anfällig für Reparaturen. Setze einen Handwerker in die Nähe des Zaunabschnitts. Okay. Der Handwerker ist dieser. Ja, jetzt muss ich irgendwo hinbauen. Hier, komm, Rinder. Bam. Was ist das hier? Das ist doch. Ich habe doch schon eine Handwerkerbude. Achso. Achso. Oh. Jetzt habe ich einen zweiten gebaut. Im Umfeld des Gebäudes des Angestellten wird der aufgedeckte Arbeitsbereich angezeigt. Das Personal agiert nur in diesem Bereich selbstständig. Das ist sehr hilfreich, wenn du mehrere Angestellte hast, da sie sich sonst bei der Arbeit ständig in die Quere kommen würden. Du kannst den Bereich auch nachträglich vergrößern und verkleinern, wenn du das Gebäude ausgewählt hast. Aha. Vergrößere den Arbeitsbereich des Handwerkers und wähle dazu, nutze die Funktion Arbeitsbereich vergrößern und im Menü. Also das ist dann hier Pfeil nach außen, dieses. So, machen wir mal schön groß. Auch die Pflanzen und der Rasen müssen regelmäßig bewässert werden. Na gut, Rasen ist jetzt hier winterlich, aber okay. Um nicht zu vertrocknen und dem Park ein schlechtes Bild zu setzen, dafür ist der Gärtner zuständig. Ja, also ich meine, es ist jetzt hier ganz schön kalt, also ich da einen Gärtner brauche. Ein Tier hat eine neue Unterkunft gefunden, ja, interessant. Der Tierpfleger ist wichtig, um die Besucher vor ausgebrochen. Der Tierfänger ist wichtig, um die Besucher vor ausgebrochenen Tieren zu schützen. Um Tiere von einem Gehege ins andere umzusiedeln, er ist in der Lage, Tiere einzufangen und die passende Transportvorrichtung zu befördern. Versuche mal auf einen Pinguin einzufangen und setze dazu einen Tierpfleger in seine Nähe. Okay. Wo haben wir denn einen Tierpfleger? Einen Tierfänger. Habe ich schon einen? Was ist das hier? Das ist ein Tierpfleger. Habe ich schon einen Tierfänger? Ansonsten baue ich halt eben ein. Personal. So, das ist der Tierfänger, oder? Tierfänger. Ah ja, nee, so einen Stand hatte ich noch nicht. So, hier hin. Okay, und der. Wenn man, dann muss ich hier so einen Pinguin da anklickern. Nee, erschießen nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir könnten die Tiere alle erschießen. Okay, jetzt nicht. Vielleicht mal. Nein, wir könnten. Nein, man erschießt keine Tiere. Nein. Gut, kann man. Boah, das ist ja voll heftig, wenn dann irgend so ein Löwe Amok läuft oder sowas, dann muss ich den erschießen. Das ist ganz schön heftig. Wir gehen auf Umsiedeln. Der Tierfänger hat jetzt von dem Befehl erhalten, ein Tier einzufangen und den Transportvorrichtung zu befördern. Warte einen Moment ab, bis der Tierpfleger den Pinguin eingefangen hat. Okay. Wir warten einen Moment. Wo ist er denn? Ah ja, da oben. Macht er, geht er hier gerade rin. Und legt er die Flinte. Oh nein, oh, er schwimmt einfach mal eiskalt ins Wasser. Oha. Was war ein Badass. Jetzt schwimmt er ein bisschen so. Und was hat er jetzt gemacht? Jetzt steht er da so rum.
Oh Gott, jetzt, er schießt doch auf ihn. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Er ballert einfach nur so drauf los. Was zur Hölle ist los mit ihm? Und dann cashert er den auch noch ein. Oh mein Gott, er hat, was tut er da? Er hat gerade sein ganzes Magazin in den armen Pinguin reingeschossen. Oh mein Gott, es ist total krank. Das Tier wurde leicht betäubt. Leicht betäubt mit 10 Gewehrschüssen. Damit, also Pfeilen halt, ja. Damit es nicht zu viel Stress erleidet. Ja, ja, genau. Okay, jetzt kann ich die Transportbox dann nehmen und da hinten hinpflanzen. Und da kann ich dann wieder freilassen. Gut so, du solltest darauf achten, dass die Tiere nicht so lange in den Engkisten gehalten werden, da es ihnen schaden könnte. Dies führt uns gleich zum nächsten Bereich des Personals. Die Tierärzte kümmert sich um alle kranken und verletzten Tiere. Wenn du immer die richtige für die Tiere sorgst, hat sie kaum was zu tun. Aber bei Notfällen ist sie stets zur Stelle. Setze das Tierarztgelände an einer freien Stelle. Okay, dann brauchen wir hier die Tierärztin. Das ist dieses, oder? Tierarzt, yes. Bam. Das sieht total crazy aus, das Tierarztgebäude, wie so eine Future-Einrichtung, Zukunfts-Space-Station. Die Tierärztin erkennt von selbst, wenn ein Tier in dem Arbeitsbereich erkrankt oder verletzt ist. Halt es gegebenenfalls mit Medikamenten. Wenn du nur eine einzige Tierärztin einstellst, solltest du den Arbeitsbereich über dem Gebäude auf den ganzen Park ausweiten. Okay. Wie wär's jetzt mit einer kleinen Tiershow? Es gibt zusätzliche Tierdresseure, die Tieren attraktive Kunststücke beibringen können. Probier es aus. Setze den Tierdresseur in die Nähe der Pinguine und warte, bis er sich mit dem Tier beschäftigt. Beachte, dass nur voll zufriedene Tiere dressiert werden können. Okay, also Tierdresseur. Hier rein. So, auch mal gleich hier daneben. Und jetzt soll der sich anscheinend mit den Pinguinen beschäftigen. Aha.